Jetzt begrüße ich den Bundesminister der Finanzen und Vizekanzler Olaf Scholz und den Bundesminister für Wirtschaft und Energie Peter Altmaier zu Corona und den wirtschaftlichen Auswirkungen. Seien Sie uns herzlich willkommen. Herr Scholz, Sie beginnen. Bitte schön. Unser Land steht vor einer sehr ernsten Situation, einer Situation, die niemand von uns bisher schon erlebt hat. Und es ist deshalb auch ganz selbstverständlich, dass wir alle, jeder von uns, auch ein mulmiges Gefühl in dieser Situation hat. Wenn überall Schulen schließen, wenn große Veranstaltungen abgesagt werden, wenn Fußballspiele ohne Zuschauer stattfinden, dann ist das etwas, das alle berührt und wo sich jeder klar wird, dass eine ganz besondere Situation da ist. Die allermeisten von uns haben so etwas in ihrem Leben noch nicht erlebt. Und das gilt natürlich auch für die Erfahrung, die wir in Deutschland und anderen Ländern haben, weil eine Pandemie von diesem Ausmaß eben neu ist. Und deshalb ist es auch wichtig und richtig, dass wir gut beraten und ordentlich vorbereitet uns mit den Auswirkungen auf unser gesellschaftliches und soziales Leben beschäftigen. Eins ist klar, sie sind gewaltig. Sie werden auch Folgen haben, sehr spürbare Folgen, wenn es um die wirtschaftlichen Konsequenzen geht. Folgen, die zunächst einmal etwas damit zu tun haben, dass vieles nicht mehr so läuft, wie man das normalerweise in den wirtschaftlichen Zusammenhängen kennt. Die weltweit stattfindenden Austauschprozesse von Waren und Gütern sind unterbrochen. Produktionen finden nicht statt. Manche Betriebe können ihre Beschäftigung nicht in ungewohnter Weise fortführen, weil einige Mitarbeiter krank sind. Und das ist etwas, worauf wir reagieren müssen. Messen sind abgesagt worden. Alles das haben wir miteinander erlebt. Die Bundesregierung, ich, der Bundesminister für Wirtschaft, wir haben uns alle miteinander entschlossen, dass wir alles Mögliche tun, um dafür zu sorgen, dass wir diese Krise meistern können. Wir werden jedes Mittel nutzen, das uns zur Verfügung steht, und sicherstellen, dass wir diese schwierigen Zeiten mit aller unserer ökonomischer Möglichkeit durchstehen können und dafür sorgen, dass wir gut rauskommen aus der Situation. Und ich bin ganz sicher, dass das auch eine neue Zeit ist, in der der Satz, wir stehen das gemeinsam durch, gleichzeitig auch ein Hinweis auf Solidarität ist, die man in einer solchen Situation braucht. Diese Krise betrifft uns alle und es ist eine andere als die, die wir 2008, 2009 im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers hatte. Aber wir haben in der damaligen Krise viel lernen können, neue Instrumente entwickelt, die wir jetzt auch wieder nutzen wollen. Und deshalb werden wir Ihnen heute ein Sicherheitsnetz für die Wirtschaft vorstellen, das dazu beitragen soll, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass Unternehmen, die in große Schwierigkeiten geraten, durch die Krise durchkommen können und dass sie auch nach der wirtschaftlichen Verwerfung, mit der wir jetzt zu kämpfen haben, noch da sind und wieder für die Zukunft Arbeitsplätze sichern und haben können. Deshalb wird hier nicht gekleckert, es wird geklotzt. Und das können wir auch, weil wir in den letzten Jahren unsere Möglichkeiten für eine solide Haushaltspolitik genutzt haben und jetzt gewissermaßen auf der Basis der sehr guten, sehr stabilen, weltweit vorbildlichen Finanzen der Bundesrepublik Deutschland alle Kraft haben, das Notwendige zu tun. Wir können das tun, was jetzt notwendig ist, nämlich mit den Möglichkeiten der Fiskalpolitik Unternehmen sichern, Arbeitsplätze sichern und Deutschland aus der Krise führen. Jeder weiß, dass das auch eine Veränderung ist gegenüber den letzten Wochen und Monaten. Denn noch bis vor wenigen Tagen haben wir daran gearbeitet, solide Haushalte aufzustellen. Das werden wir auch weiter tun. Aber weil die so solide sind, können wir jetzt eben auch mit vielen Milliarden die notwendigen Maßnahmen auf den Weg bringen. Eine ist jetzt vom Bundestag auf den Weg gebracht worden. Kurzarbeit, was uns in der letzten Krise genützt hat, wird wieder eingesetzt. Die zweite Maßnahme ist eine, die wir auf dem Verwaltungswege umsetzen können, die aber, obwohl sie so trocken daherkommt, milliardenschwere Auswirkungen hat. Wir werden den Unternehmen mit Steuererleichterungen helfen, indem sie, wenn die Einnahmen zusammenbrechen, die Vorauszahlungen, die sie zu leisten haben, reduzieren können, indem Steuerzahlungen, die wegen der Krise nicht geleistet werden, gestundet werden können und dafür keine Zinsen erhoben werden. Das sind eine ganze Reihe von Maßnahmen. Und ich sage noch mal, wenn man das alles zusammenrechnet, werden das Milliarden sein, die dann zunächst mal nicht in der Staatskasse landen,
Aber ich glaube, das ist wichtig, weil wir wollen nicht, dass wegen Steuern, die man sich später erstatten lassen könnte, aber jetzt erstmal gezahlt werden müssen, Unternehmen in die Knie gehen. Wir werden dafür sorgen, dass sie durchkommen. Und das Zweite ist, wir werden die Instrumente unserer KfW-Förderbank nutzen, die dazu in der Lage ist, Stabilität herzustellen, indem kleine, mittlere und auch sehr, sehr große Firmen die Möglichkeit bekommen, durch die Krise zu kommen. Die werden das in enger Kooperation mit ihren Hausbanken typischerweise tun, aber dahinter kann immer und daneben kann immer die KfW stehen. Und wir haben die Kraft, Kreditprogramme abzusichern wie in der letzten Krise, weil wir Garantierahmen mobilisieren und zur Verfügung stellen können, die ohne Begrenzung sind. Das ist etwas, über das wir beide sehr lange diskutiert haben. Sagen wir jetzt irgendeine beeindruckende Summe, 10 Milliarden, 20 Milliarden zum Beispiel, und greifen trotzdem zu kurz. Das wollen wir nicht, sondern unsere Aussage ist genau andersrum. Wir werden ohne Begrenzung Kreditprogramme zur Absicherung der Kredittätigkeit der Hausbanken sicherstellen über die KfW. Und das wird dazu beitragen, dass die Liquiditätsversorgung unserer Volkswirtschaft auch in den nächsten Jahren gewährleistet ist. Der Bundesminister für Wirtschaft wird Ihnen jetzt darstellen, wie das konkret und im Einzelnen ausgestaltet sein soll. Und wir haben, das will ich ausdrücklich noch mal sagen, in den letzten 2 Wochen sehr intensiv jeden Tag daran gearbeitet, das hier zusammen mit der Förderbank, die wir gemeinsam begleiten, auf den Weg zu bringen. Herr Altmaier, bitte. Ja, sehr herzlichen Dank, sehr geehrter lieber Kollege Olaf Scholz, meine Damen und Herren. Dieses Land, die öffentliche und die private Gesundheit, aber auch die wirtschaftliche Verfassung befinden sich in einer großen Herausforderung. Niemand kann absehen, wie sich die Entwicklung in den nächsten Tagen und Wochen gestaltet. Niemand weiß heute genau, wie lange die Herausforderung dauert. Und deshalb machen sich sehr viele Menschen Sorgen. Sorgen um die Gesundheit ihrer Freunde, ihrer Familien und von ihnen selbst. Und hinzu kommt bei vielen die Sorge um den Arbeitsplatz, die Sorge um den Bestand des eigenen Unternehmens. In dieser sehr ungewöhnlichen und sehr schwerwiegenden Situation haben der Kollege Olaf Scholz und ich selbst in Absprache mit der Bundeskanzlerin uns zu einem Schritt entschlossen, den es so in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben hat. Das, was wir Ihnen heute vorstellen, ist die umfassendste und wirksamste Hilfestellung und Garantie, die es jemals in einer Krise gegeben hat. Wir haben in der Banken- und Börsenkrise sehr schnell und sehr überzeugend gehandelt. Aber damals waren es vor allen Dingen die Banken, die systemisch relevant waren. Dieses Mal machen wir eine unbegrenzte Zusage vom kleinsten mittelständischen Unternehmen, vom Taxifahrer über die Kreativwirtschaft bis hin zu richtig großen Unternehmen mit Zehntausenden von Beschäftigten. Und allen ist gemeinsam, dass sie nicht nur große Sorgen haben, sondern dass es auch für unser Land von großer Bedeutung ist, dass die Corona-Pandemie am Ende nicht dazu führt, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Infrastruktur unseres Landes dauerhaft zu beschädigen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, unter Ausschöpfung des zulässigen EU-Beihilferahmens, und wir sind in sehr guten und konstruktiven Gesprächen mit der Europäischen Kommission, diese Beihilfemöglichkeiten überall dort zu erleichtern, wo es notwendig und geboten ist, eine lückenlose Liquiditätsabdeckung für unsere Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Herr Kohl, diese beruht auf insgesamt 4 Säulen. Die erste Säule, das Thema Kurzarbeit, hat Kollege Scholz schon kurz umrissen. Und die zweite Säule, die Steuerstundungen, um die es geht, hat Kollege Scholz Ihnen ebenfalls bereits dargestellt. Es wird aber damit alleine nicht getan sein. Und deshalb haben wir beide gemeinsam uns dazu entschlossen, eine unbegrenzte Hilfszusage zu machen im Hinblick auf das, was an Bürgschaftsprogrammen zur Liquiditätsabdeckung notwendig ist. Wir haben in unserem Papier verankert, was wir dazu zahlenmäßig jetzt schon sofort tun, dass wir beispielsweise bei Bedarf imstande sind, kurzfristig den Gewährleistungsrahmen für die KfW um rund 92 Milliarden Euro zu erhöhen, auf dann insgesamt 460 Milliarden Euro, auf dann insgesamt 550 Milliarden Euro. Das bedeutet,
dass rund eine halbe Billion Euro zur Verfügung stehen. Und das ist der Anfang. Wir haben zugesagt, dass es an fehlendem Geld und an fehlendem politischen Willen nicht scheitern soll. Das heißt, kein gesundes Unternehmen, kein gesicherter Arbeitsplatz muss in Schwierigkeiten kommen oder dauerhaft entfallen, weil dieses Land, so wie viele andere Länder auch, von der Corona-Pandemie betroffen ist. Wir stellen der KfW sofort 20 Milliarden zur Verfügung. Und wir haben gleichzeitig die Situation für die Bürgschaftsbanken, die für den kleinen Mittelstand vor Ort wichtig sind, erheblich verbessert. Wir wollen erreichen, dass die Verfahren einfach und unbürokratisch durchgeführt werden, sodass auch bei hoher Antragszahl schnell und rasch entschieden werden kann. Wir haben vor 14 Tagen eine Hotline eingerichtet im Arbeitsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums. Dort treffen inzwischen pro Tag an die 400 Anfragen ein. Es werden in den nächsten Tagen mit Sicherheit nicht weniger Anfragen, sondern eher mehr. Und wir sind darauf vorbereitet, all diesen Anfragen gerecht zu werden. Wir haben sowohl für die kleinen Unternehmen die Bedingungen verbessert, indem wir als Bund ein höheres Risiko tragen, nämlich bis zu 80%. Die Bank vor Ort ein geringeres Risiko, nämlich nur noch 20%. Wir erhöhen das Volumen der Betriebsmittelkredite von aktuell 25 Millionen auf 200 Millionen. Und auch das ist neu, es können diesmal auch größere Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 2 Milliarden Euro im Jahr, bisher waren das 500 Millionen Euro im Jahr, KfW-Betriebsmittelkredite in Anspruch nehmen. Zweitens, es gibt jetzt schon einen KfW-Kredit für Wachstum, der allerdings auf die Bereiche Innovation und Digitalisierung begrenzt war. Der wird in Zukunft flächendeckend eingesetzt werden können. Wir haben bei den Bürgschaftsbanken den Bürgschaftshöchstbetrag in einem ersten Schritt auf 2,5 Millionen Euro verdoppelt. Und wir ermöglichen Expressbürgschaften, weil es oftmals um Tage und um Stunden geht. Und das bedeutet, dass die Bürgschaftsbanken bis zu einem bestimmten Betrag eigenständig und innerhalb von 3 Tagen ohne Beteiligung der Länder eine Entscheidung treffen dürfen. Wir haben das Großwirtschaftsprogramm auf alle Regionen Deutschlands ausgeweitet. Es war bisher auf die strukturschwachen Regionen begrenzt. Und wir haben die Exportkreditgarantien, die Hermes-Bürgschaften, machen wir fit für die jetzigen Herausforderungen. Sie haben sich auch in der letzten Finanz- und Bankenkrise ausgesprochen bewährt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dies ist der Beginn. Wir sind uns beide, Olaf Scholz und ich, bewusst, dass von der Zusammenarbeit unserer beiden Häuser, unserer beiden Ministerien und der beiden Minister sehr viel abhängig sein wird, wie wir durch diese wirtschaftliche Herausforderung kommen und ob es uns gelingen wird, am Ende die Stärke unseres Landes zu erhalten und vielleicht sogar eines Tages dann auch wieder auszubauen. Wir sind entschlossen, jederzeit zu handeln, und zwar gemeinsam zu handeln. Es ist jetzt nicht der Moment für Parteipolitik, es ist nicht der Moment für kleinlichen Streit, sondern es ist der Moment für gemeinsames Vorgehen. Deshalb haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir selbst in den letzten beiden Wochen in großer Gemeinsamkeit dieses Programm erarbeitet. Und ich darf Ihnen zusagen, dass wir auch in den nächsten Wochen die Entwicklung sehr genau beobachten und dass wir entschlossen sind, bis hin zu der Frage, wie wird sich die konjunkturelle Entwicklung in den nächsten Monaten verändern, zu jedem einzelnen Zeitpunkt eine angemessene Antwort zu präsentieren. Vielen Dank, Herr Altmaier. Dann kommen wir zu den Fragen. Es beginnt Herr Koch. Ganz Herr Scholz, 2 Fragen. Viele Unternehmen werden jetzt Schwierigkeiten haben, beispielsweise Restaurants und so weiter, dadurch, dass ihnen einfach Umsatz wegbricht. Wäre es in dieser Situation nicht angezeigt, statt Kredite auch Zuschüsse zu gewähren? Denn Kredite müssen ja irgendwann zurückgezahlt werden. Und das mag bei Umsätzen, die nicht eingegangen sind, schwierig werden. Das ist die erste Frage. Und die zweite, ist es richtig zu sagen, dass die Kreditsumme, die die KfW vergeben kann, damit unbegrenzt ist mit ihren Zusagen? Die
Zur zweiten Frage. Es gibt keine Grenze nach oben bei der Kreditsumme, die die KfW vergeben kann. Das ist eigentlich die wesentliche Botschaft, die wir Ihnen hier mitteilen wollen. Und darüber haben wir auch sehr lange diskutiert. Deshalb gibt es keine konkrete Zuweisung, wo wir sagen, bis zu einem Garantierahmen von so und so viel können die das machen und danach nicht mehr, sondern wir haben gesagt, das soll unbegrenzt sein. Das können wir auch, weil wir ja vom Bundestag für den Bundeshaushalt die von Bundesminister Altmaier genannte allgemeine Garantierahmen haben von 460 Milliarden, der nochmal ausgedehnt werden kann und nochmal 93. Und aus diesem Rahmen insgesamt können wir immer alles Notwendige für die KfW tun. Das ist das, der Weg, in dem das funktioniert. Und wenn wir das Gefühl haben, das reicht nicht, können wir das auch nochmal ausdehnen. Da sind auch andere Garantieverpflichtungen dabei, aber diese können wir auf alle Fälle daraus immer bedienen. Wir werden das jetzt sehen, weil wir ja nicht genau vorhersehen können, wer nun am meisten Liquiditätsbedarf hat und wo die Banken, die normalerweise die Kredite und die auch jetzt die Kredite an diese Unternehmen vergeben, sagen, das machen wir aber nur, wenn wir jemanden haben, der hinter uns steht. Das ist dann die staatliche Bank KfW, die wir mit dieser Kraft versehen haben, damit sie das tun kann. Ungewöhnlich ist das nicht. Es gibt all diese Programme schon. Also da gibt es eine richtige eingeübte Praxis. Und wir haben solche Programme auch in früheren Krisen schon ausgeweitet. Ungewöhnlich ist, dass wir gleich zu Anfang sagen, wir tasten uns nicht ran, erst mal so ein bisschen, dann noch mal ein bisschen, dann noch mal was, sondern wir sagen, wir legen gleich, wenn ich das mal so sagen darf, alle Waffen auf den Tisch und zeigen, dass wir gewissermaßen stärker sind als das Problem, das uns da ökonomisch begegnen kann. Und diese Botschaft, glaube ich, ist auch insgesamt wichtig für das Vertrauen all derjenigen, die jetzt überall millionenfach in Deutschland Entscheidungen zu treffen haben. Der Friseur, der Taxifahrer, der Gastwirt, die Hotelbesitzerin, der Messebetreiber. Unglaublich viele müssen jetzt Entscheidungen treffen, die etwas damit zu tun haben, ob sie darauf setzen, dass wir das gemeinsam durchstehen. Und die Botschaft, die Ihnen der Staat hier heute vermittelt, ist, wir werden unseren Beitrag leisten. Die anderen Dinge, die heute Morgen auf den Weg gebracht worden sind mit der Kurzarbeit, gehören dazu. Und ich glaube, das ist die richtige Botschaft. Was die Frage betrifft, ob man auch andere Instrumente einsetzen muss, das werden wir sehen müssen. Das, was wir hier tun können, ist rechtlich völlig einwandfrei und unproblematisch. Einem Unternehmen zu sagen, deine Umsätze laufen schlechter und das liegt jetzt an etwas, das du nicht verantwortet hast, da müssen wir jetzt, können wir vielleicht etwas tun, ist mit einem Rechtssatz verbunden, der wahrscheinlich 500 Seiten lang ist. Weil man ja genau rausfinden muss, wer darf nicht. Das ist sehr, sehr kompliziert. Und deshalb gehen wir erstmal davon aus, dass wir mit dieser wirklich wahrscheinlich zig Milliarden schweren Stabilisierungsaktion genau das Richtige tun, um all den Mut, den jeder Einzelne jetzt braucht, auch möglich zu machen. Herr Jung. Ja, vielleicht da mal gleich angeschlossen, weil Sie sagen, wer darf nicht. Wer darf denn nicht? Wer darf sich denn da jetzt keine Mittel besorgen? Also irgendwelche, wie wollen Sie verhindern, dass es Trittbettfahrer gibt in der Wirtschaft, bei den Konzernen? Das ist relativ einfach, selbst wenn wir eine hohe Rückgarantie geben. Wobei wir machen sowas ständig, nur nicht in diesem Ausmaß, nicht in dieser Dimension. Dann ist es ja so, dass die Banken, die diese Kredite vergeben, immer beteiligt bleiben. Auch wenn sie ihr Risiko minimieren, haben sie eines. Und dadurch sind dann immer mindestens zwei, die entscheiden, ob das auch plausibel ist, dass hier das Geld auch irgendwann wieder zurückkommt, wenn auch erst nach langer Zeit. Das ist die ganz eingeübte und im Übrigen sehr routinisierte Praxis der Förderbanktätigkeit in Zusammenarbeit mit den normalen Banken, die ihre Kunden ganz genau kennen. Und darum gehen wir davon aus, dass wir Trittbettfahrer und Missbrauch vermeiden können. Wenn ich da vielleicht noch einen Satz ergänzen darf. Es kam uns eben nicht darauf an, mit der Gießkanne Wohltaten über das Land zu verteilen und Mitnahmeeffekte in Kauf zu nehmen, sondern es kam uns darauf an, denen, die durch diese Epidemie oder Pandemie unmittelbar betroffen sind, zu helfen, und zwar in einem ausreichenden Umfang. Und das ist, was Kollege Scholz gesagt hat, dass wir nicht kleckern, sondern klotzen und dass wir eben durch diese Ausrichtung der Programme und der Angebote auf Unternehmen, die wegen Corona in Schwierigkeiten kommen und Arbeitsplätze, die wegen Corona gefährdet sind, dass wir dadurch auch die Chance haben, eine erhöhte Wirksamkeit
zu erzielen und dass wir es dadurch auch erreichen können, dass viele Unternehmen, die ansonsten in ihrer Solvabilität und in ihrem Bestand gefährdet wären, dass wir denen helfen können, das zu überbrücken. Wir können nicht jeden einzelnen Umsatzeinbuße ausgleichen, aber wir können dafür sorgen, dass zwischendurch die Luft nicht ausgeht. Und genau das geschieht mit diesem Paket. Zusatz? Ich habe noch eine Frage. Es sind auch viele Künstler betroffen, Freiberufler, die jetzt nicht durch das Kurzarbeitergeld abgesichert sind. Gibt es denn oder sind da Maßnahmen für, ich sag mal, nicht entschädigte Lohnausfälle bei Arbeitnehmern und Kompensationen für Ausfälle bei Künstlern und Freiberuflern für anspruchslose Veranstaltungsabsagen geplant? Naja, wir werden alle Branchen, alle Situationen genau betrachten müssen. Wer einen Vertrag hat mit jemandem, dass er auftritt in ein paar Tagen, hat den Vertrag ja noch. Und was wir hier machen, ist den Veranstalter absichern, dass er seine Verpflichtung dem Künstler gegenüber erfüllen kann, auch wenn er ihn jetzt abbestellt. Trotzdem wissen wir, dass es auf Dauer sicherlich in dem einen oder anderen Fall zu großen ökonomischen Problemen kommen kann, die nicht alle durch das soziale Sicherungssystem, das wir in Deutschland haben, abgesichert sind. Wir haben uns in den letzten Jahren bemüht, das weiß ich, weil ich mich immer wieder mal in ganz verschiedenen Tätigkeiten darum gekümmert habe, die Möglichkeit, diese sozialen Sicherungssysteme in Anspruch nehmen zu können, zu verbessern, indem wir Karenzzeiten verändert haben, sodass man eher drankommt. Aber wir werden natürlich nicht nur für die Künstler, sondern auch für viele andere Branchen Stück für Stück und umso länger das der Virus die Wirtschaft mit infiziert hat, gewissermaßen gucken müssen und dann allerdings sehr chirurgische, sehr präzise Instrumente entwickeln müssen. Da gibt es dann keine Sache, die man jetzt einmal über einen großen, also über einen Kamm scheren kann. Das, was wir hier machen, ist erstmal, ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und was wir dann noch an kleinen Waffen brauchen, das gucken wir später. Ja. Herr Neuer. Herr Neuer, Frage. Ja, hier, Florian Neuhans, ZDF. Frage an Sie beide. Wird auch diskutiert über Beteiligung an Unternehmen? Herr Altmaier, Sie haben ja auch dem Spiegel da etwas in der Richtung gesagt. Also ist das auch eine Maßnahme, die Sie sich vorbehalten, über die Sie bereits diskutiert haben? Wie sehen da die Planungen? Und die zweite Frage, alles, was auch Sie, Herr Scholz, hier sagen, erinnert ja doch sehr an den berühmten Satz von Mario Draghi. Wenn Sie jetzt sagen, dass Sie jetzt alle Waffen auf den Tisch legen, haben Sie über den Zeitpunkt diskutiert? Ist es sinnvoll, jetzt so zu Beginn dieser Krise bereits alle Waffen zu zeigen? Oder wäre es eventuell auch ratsam, dann noch einmal zu warten, weil Sie jetzt nichts mehr in der Hinterhand haben, nicht mehr reagieren können, wenn sich die Krise noch weiter verschärfen sollte? Letzteres ist auf alle Fälle nicht richtig. Wir haben noch was in der Hinterhand. Das will ich ausdrücklich dazu sagen. Denn das, was wir jetzt machen, ist Liquiditätssicherung über den erstklassigen Sozialstaat, den Deutschland hat. Dafür mussten wir erstmal gar nichts tun. Der funktioniert nämlich von sich aus. Aber ich finde, bei dieser Gelegenheit muss man mal sagen, dass eine der größten Stabilisierungsfaktoren der ökonomischen Wachstumsperspektiven Deutschlands sein stabiler Sozialstaat ist. Das war schon, und das habe ich genau beobachtet, als ich bei der letzten Krise Arbeits- und Sozialminister war, das war schon damals der Fall und das ist auch jetzt wieder der Fall. Das wird ein richtiger Vorteil sein, auch im Wettbewerb mit anderen Ländern. Und das Zweite ist, dass wir das noch mal präzisiert haben, jetzt mit der Kurzarbeit. Ich erinnere daran, dass zum Beispiel zu den Instrumenten unseres Sozialstaats dazugehört das Infektionsschutzgesetz. Denn wenn eine hoheitliche Maßnahme erfolgt, die dazu führt, dass bestimmte Tätigkeiten stillgelegt werden, gibt es natürlich auch Ersatzansprüche, die geltend gemacht werden. Das ist Regelwerk in Deutschland. Und wir haben für ganz kleine Unternehmen eine sehr unbeobachtete und wie ich fürchte, oft auch nicht in Anspruch genommene, deshalb hoffe ich, helfen Sie bei der Popularisierung Möglichkeit. Es gibt nämlich eine Lohnfortzahlungsversicherung, die kleine mittelständische Unternehmen in Anspruch nehmen können, wenn es um die Frage geht, wie überbrücken Sie, falls jetzt die halbe Belegschaft krank ist, die ersten 6 Wochen. Der zweite Teil ist, dass wir dann selbstverständlich ein Konjunkturprogramm auflegen können, wenn das angesagt ist. Und die soliden Finanzen, um die ich mich in den letzten Wochen und Monaten immer, nicht von allen gelobt, aber doch bewusst bemüht habe, sind ja genau für diesen Tag da. Ich habe auch im Deutschen Bundestag vor etwa knapp einem Jahr eine Rede gehalten, in der ich gesagt habe, dass wir solide Finanzen haben, gibt uns die Möglichkeit, in einer Krise ohne mit der Wimper zu zucken, alles Erforderliche zu tun.
Wenn wir also jetzt den ersten Effekt, der mit Produktionsausfällen, mit Krankheiten, mit Veranstaltungsabsagen zusammenhängt, hinter uns gebracht und stabilisiert haben, das sollen unsere Maßnahmen, die wir jetzt auf den Weg bringen, bewirken, kann es schon sein, dass wir ein Konjunkturprogramm machen. Allerdings, darauf haben uns die sehr klugen Ökonomen, die hier am Mittwoch vor Ihnen gesprochen haben, hingewiesen, ein Konjunkturprogramm, mit dem wir jetzt, wo soziale Kontakte vermieden werden sollen und deshalb bestimmte Veranstaltungen ausfallen, die jetzt mit Geld wieder herbeiführen, wäre natürlich irgendwie das Falsche. Denn es geht ja bei der Gesundheitskrise, die wir jetzt haben, bei der Infektion, darum, dass wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen und nicht beschleunigen, indem wir jetzt wieder zu was anderem führen. Aber es kann noch in diesem Jahr zu einer Situation kommen, wo wir sagen, jetzt brauchen wir auch wieder ein Konjunkturprogramm, damit das mit dem Aufschwung stattfindet. Und das werden wir dann nach all den Grundsätzen, die uns alle Ökonomen sagen, machen. Timely, targeted und temporary werden wir also Maßnahmen ergreifen, die dazu beitragen, dass es mit der Konjunktur wieder aufwärts geht. Und was die Frage, die Sie an uns beide gestellt haben, betrifft, in Bezug auf, können wir uns vorstellen, dass wir uns in einem bestimmten Stadium auch an Unternehmen beteiligen werden, kann ich nur sagen, ich glaube, da sind wir beide der Meinung, das kann nicht ausgeschlossen werden, das kann ein geeignetes Mittel sein. Ja, ich kann das ergänzen und bestätigen. Wir hatten ja in den letzten Wochen auf unterschiedlicher Ebene Gelegenheit zur Diskussion. Wir haben als Wirtschaftsministerium einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt, der viel Zustimmung gefunden hat. Es gab ein Treffen in meinem Zuständigkeitsbereich mit den Wirtschaftsministern der Länder. Es haben sich die führenden Ökonomen, die einen großen Sachverstand eingebracht haben, in die Debatte geäußert. Und wir haben zwischen unseren beiden Häusern dieses Papier erarbeitet. Wenn man sich das genau anschaut, dann gibt es eine Schnittmenge von 80-90% im Hinblick auf die jetzt notwendigen Maßnahmen. Das ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass mit unserer heutigen Initiative auch eine Stabilisierung tatsächlich erreicht werden kann. Weil wir mit einer großen Geschlossenheit weit über die politischen Divergenzen, die es zwischen SPD und CDU, CSU in wenigen Einzelfällen geben mag, hinaus einen großen, breiten gesellschaftlichen Konsens herbeiführen. Heute Abend wird die Bundeskanzlerin mit Gewerkschaften und Arbeitgebern die Debatte weiterführen. Und wenn Sie sich das Papier der Ökonomen ansehen, dann ist dort ein Kapitel Beteiligung des Bundes an Unternehmen, Fragezeichen. So, die Ökonomen haben uns keine Empfehlung gegeben, sie haben aber die Frage aufgeworfen. Und genau so sehen der Kollege Scholz und ich das auch. Wir sind beide überzeugte Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Wir glauben nicht, dass der Staat per se der bessere Unternehmer ist. Aber es mag in solchen Ausnahmesituationen Fälle geben, in denen der Staat handeln muss. Das war in der Banken- und Börsenkrise in einem einzigen Fall so. Da war es aber richtig, so gehandelt zu haben. Und wir haben, als wir ganz neu in unseren Ämtern waren, als es um die Frage ging, wollen wir den Einfluss auf unsere eigenen kritischen Infrastrukturen, in dem Fall Stromübertragungsnetze, behalten, ebenfalls entschlossen gehandelt und keine ideologischen Debatten geführt. Und das ist aus meiner Sicht das Richtige, dass wir keine ideologischen Debatten führen. Es geht nicht um links oder rechts, sondern es geht um richtig oder falsch. Und was die Frage von Konjunkturprogrammen angeht, da haben wir ja in den letzten Monaten schon einige Male auch darüber diskutiert, wann der richtige Moment ist. Wir sind heute der Auffassung, dass es, und zwar gemeinsam in großer Geschlossenheit, dass es richtig war, jetzt diesen Schritt zu tun, damit die nötigsten, drängendsten Probleme der Unternehmen und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unmittelbar betroffen sind, gelöst werden und dass man alle weiteren Fragen im weiteren Verlauf der Entwicklung beobachten wird. Wir werden noch einige Male vermutlich auch vor Ihnen sitzen, wenn wir durch weltwirtschaftliche Entwicklungen, mit denen wir es zu tun haben, die Epidemie und Pandemie betrifft ja nicht nur Deutschland oder Europa, sie betrifft weite Teile der globalen Wertschöpfungskette. Und deshalb werden wir, je nachdem, wie sich die Entwicklung vollzieht, handeln. Und das ist auch ein Signal an die internationalen Finanzmärkte, an die Börsen, an die Finanzmärkte und an die, die so gerne spekulieren. Ich kann mich erinnern aus meiner früheren Tätigkeit,
dass in der ersten Euro-Krise viele gegen den Bestand des Euro spekuliert haben und gehofft haben, sie können damit Geschäfte machen, dass sie versuchen, eine solche europäische Einrichtung weich zu machen und in die Knie zu zwingen. Das hat damals nicht funktioniert. Und ich kann nur sagen, wir sind entschlossen, auch diesmal alles zu tun, dass Spekulanten und diejenigen, die darauf setzen, dass besser ist und dass der Staat schwach ist, dass die widerlegt werden. Deshalb ein starker Aufschlag heute und deshalb die Zusage, dass wir unsere Waffen nachschärfen werden, immer dann, wenn dies notwendig und wenn dies erforderlich ist. Kurzer Zusatz, wenn ich darf. Bitte. Sie sprachen in Ihrer Antwort, Herr Scholz, mehrfach jetzt von dem Wort Aufschwung. Ist in der Situation nicht eher angebracht, von einer möglichen Rezession zu sprechen? Wie ist da Ihre Erwartung? Man kann ja gar nicht darüber hinwegsehen, dass wir jetzt erstmal mit ökonomischen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Sonst würden wir diese sehr, sehr, sehr weitreichenden Maßnahmen nicht ergreifen. Und das wird sich auch in den volkswirtschaftlichen Zahlen und ich befürchte auch in den Steuereinnahmen und überall niederschlagen. Trotzdem oder gerade deswegen ist es ja jetzt die gute Botschaft, dass wir genau für diesen Moment uns alle Kraft verschafft haben, die wir brauchen und dass wir bereit sind, sie einzusetzen und das auch gleich zu sagen. Vielleicht darf ich die Gelegenheit nehmen, noch ein Thema anzusprechen, das aus meiner Sicht eine große Bedeutung hat für die Frage, was jetzt alles passiert. Das bleibt auch ein europäisches Thema. Ich werde am Montag und Dienstag irgendwie real oder virtuell mit meinen europäischen Kollegen Finanzministern zusammenkommen. Und ich glaube, dass wir mit den Instrumenten, die wir uns in den letzten 10 Jahren aufgebaut haben, in der Lage sind, auch klare Botschaften zu verschicken, die nicht nur lauten, wir machen eine koordinierte Politik der 27 Mitgliedstaaten, wir machen eine koordinierte Politik der Euro-Staaten, sondern dass wir auch in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass es insgesamt Europa klappt, Konjunkturstabilisierung zu betreiben und die Maßnahmen zu ergreifen, so ähnlich wie hier. Zu meinen Vorstellungen gehört also, dass sowas, was wir hier machen, so ähnlich und mit den jeweiligen Möglichkeiten auch anderswo gemacht wird. Zu meinen Vorstellungen gehört zum Beispiel auch, dass wir den Staaten, die nicht so einen großen finanziellen Spielraum wie Deutschland haben, die also nicht so gut dastehen, was die Staatsverschuldung betrifft, trotzdem die Möglichkeit einräumen, jetzt das Notwendige zu tun. Das gehört dazu. Und dass wir das gemeinsam absichern, dass sie das können, das will ich ausdrücklich sagen, auch. Denn natürlich müssen alle Länder handeln können und können nicht einige sagen, wir haben auch viele Probleme mit dem Virus, aber gerade kein Geld. Also ich glaube, da müssen wir miteinander dafür sorgen, dass das gelöst wird. Und als global verflochtene und sehr europäische Volkswirtschaft sind wir natürlich auch daran interessiert, dass das real funktioniert. Die Besprechung, die ich mit all den Partnern in Europa geführt habe, den Kommissaren, der Chefin der Zentralbank und den anderen Finanzministern in dieser Woche, waren immer so, dass ich denen vermittelt habe, ihr könnt euch auf Deutschland in dieser Frage verlassen. Wir wollen die Probleme Europas gemeinsam mit allen anderen lösen. Ja, und diese Lösung auf europäischer Ebene wird uns natürlich dadurch erleichtert, dass zum einen das europäische wie das internationale Bankensystem heute in einer wesentlich besseren Verfassung ist als in der seinerzeitigen Krise, dass wir daraus gelernt haben. Und ich will das unterstreichen, was gesagt worden ist, weil wir auf Stabilität gesetzt haben in den letzten 15 Jahren, weil wir es geschafft haben, öffentliche Finanzen zu konsolidieren, sind wir jetzt zum Handeln imstande. Und das europäische Recht, im Übrigen wie das nationale Recht, geben jede Menge Freiräume und Möglichkeiten, in solchen außerordentlichen Situationen das Notwendige zu tun, ohne dass dies eine dauerhafte Aufgabe unserer Stabilitätsphilosophie bedeutet. Das waren kluge Juristen und Volkswirte und Betriebswirte vermutlich, die damals diese Vorschriften erdacht haben, die allermeisten schon bei der Schaffung des Euro und viele auch im Follow-up zu der Krise von 2008 und 2009. Angesichts meiner langen Liste, die ich euch habe, möchte ich an kurze Fragen und konzentrierte Antworten appellieren. Je mehr schaffen wir. Frau Kollegin.
Ja. Lehmann Neuer, Osnabrücker Zeitung. Eine Frage an Herrn Scholz. Rechnen Sie dann damit, dass im Zuge dieser Krise Deutschland auch neue Schulden aufnehmen werden muss? Es ist jedenfalls nicht völlig unplausibel, dass wir zusätzlichen Geldbedarf haben. Das ist super. Kurze Frage, kurze Antwort. Herr Jessen, da sind die. Ja. Korrigieren Sie mich, aber Herr Scholz, das klingt so, die schwarze Null ist derzeit ausgesetzt. Ich habe zwei Fragen. Zum einen an Sie, Herr Scholz, die bisherigen Maßnahmen richten sich vor allem als Finanzangebote an Unternehmen. Jetzt werden wir, wenn Schulen geschlossen werden, andere Sachen auch erleben, dass zum Beispiel vermehrt häuslicher Betreuungsbedarf entsteht, dass möglicherweise Menschen nicht zur Arbeit gehen können. Ist daran gedacht, dass auch direkt an Arbeitnehmer Beihilfen, Unterstützung gezahlt werden, die nicht über die Unternehmenskassen laufen, weil da Bedarf besteht? Und Herr Altmaier, kann man aus dem, was hier an Dynamik, Entschlossenheit, schnellem Handeln, Bazooka demonstriert wird, eigentlich auch etwas lernen für die andere Slow-Violence-Frage, nämlich Bekämpfung des Klimawandels? Das sehen für manche oder viele Menschen ja als ähnlich dramatisch an, wie das, was vordergründig jetzt mit Corona über uns hereinbricht. Kurze Frage, kurze Antwort. Wir haben ja eine ganz massive Direktzahlung auf den Weg gebracht. Ist mit der Kurzarbeit verbunden. Ich will das noch mal rekapitulierend, rückerinnernd sagen in Bezug auf die letzte Krise, die wir 2008, 2009 hatten. Ich habe, glaube ich, insgesamt für die Kurzarbeit damals als Arbeitsminister 5 Milliarden Euro eingesetzt. Und das war richtig, direkt letztendlich zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Beschäftigung von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und hat sehr, sehr, sehr geholfen. Deshalb bin ich so froh, dass wir jetzt wirklich was Außergewöhnliches gemacht haben und das heute Morgen im Bundestag so schnell auf den Weg gebracht haben. Und will auch gerne noch mal sagen, ich war fast gerührt, als mich Bundesminister Heil, der nicht erscheinen konnte, gebeten hat, ob ich nicht für ihn reden könnte. Und das war doch ein bemerkenswerter Moment. Ja, und die kurze Antwort auf die Frage Klimawandel. Ja, der Klimawandel ist leider Gottes für das Coronavirus nicht anfällig und schreitet fort. Und deshalb besteht die Notwendigkeit, dass wir in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. Heute Morgen hat der Deutsche Bundestag das Kohleausstiegsgesetz debattiert. Das zeigt, dass wir entschlossen unseren Weg weitergehen, auch wenn die öffentliche Aufmerksamkeit im Augenblick vielleicht nicht ganz so groß ist wie vor dem Ausbruch der Epidemie. Ich kann Ihnen aber versichern, dass die Bundesregierung auf der Grundlage ihres Klimaschutzkonzeptes auch in Zukunft entschlossen handeln wird und dass Sie auf die Umsetzung der dort vereinbarten Maßnahmen vertrauen können. Aber Herr Scholz, nochmal, das bedeutet Kurzarbeitergeld wieder läuft über die Unternehmen. Eine direkte Unterstützung für Einzelpersonen, Familien, das ist nicht im erweiterten Portfolio vorgesehen. Wir haben einen sehr, sehr großen, milliardenschweren Sozialstaat, der genau diese Dinge jeden Tag vorsieht. Und das, was ich vorhin gesagt habe, ist ja vielleicht ein Punkt, auf den wir als Land auch mal bei dieser Gelegenheit ein wenig stolz sein könnten. Ich glaube, es gibt wenige sozialstaatliche Strukturen, die so ausgebaut sind wie in Deutschland und die so sehr in der Lage sind, auf eine solche Situation zu reagieren und den Bürgerinnen und Bürgern direkt mit den notwendigen Unterstützungen gewissermaßen zu versehen. Ich glaube, das ist jetzt mal an der Zeit, sich ein paar Sachen noch mal anzugucken. Aber wenn ich mich dunkel richtig erinnere, dann ist zwischen dem Ende des Jahres 2008 und dem Frühsommer des Jahres 2009, das damals so gewesen, dass der Etat des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales um 20 Milliarden Euro gewachsen ist. Einfach, weil das notwendig war, aber sich automatisch aus den Gesetzen, die wir schon haben, ergibt. Und das ist etwas, was fast nirgendwo auf der ganzen Welt in gleicher Weise effizient funktioniert. Und das ist etwas, was direkt jedem einzelnen Bürger zugutekommt. Wir haben uns bemüht, wirklich die Eventualitäten, die man vorhersehen kann, die Notwendigkeiten abzudecken. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass wir im weiteren Verlauf der Krise auch noch hinzulernen. Beispielsweise ist es so, dass wir über die Hotline
wo bis zu 400 Leute derzeit jeden Tag anrufen, die meisten von ihnen kleine und mittelständische Unternehmen, dass wir über diese Hotline auch sehr viel erfahren, wo der Schuh tatsächlich drückt. Und ich habe mich mir auch ausdrücklich auserbeten, auch persönlich unmittelbar in regelmäßigen Abständen von ein paar Tagen informiert zu werden, was die hauptsächlichen Punkte sind, damit man handeln kann. Und Herr Jung, Sie hatten, glaube ich, die Frage gestellt. Natürlich ist es möglich, heute schon, dass jemand, der aus der Kreativwirtschaft zum Beispiel ein kleines Spartenkino mit 30 Plätzen irgendwo betreibt, und jetzt bleiben die Zuschauer aus, dass der zu manchen dieser KfW-Programme Zugang hat. Das wollen wir auch erläutern und erleichtern und transparent machen, weil nicht alle es wissen werden. Aber wir werden eben auch sehen, welche Folgen es hat, wenn beispielsweise Menschen nicht mehr zur Arbeit kommen, weil sie ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, weil die Großeltern das nicht tun können, weil wir ja wissen, dass Ältere besondererweise anfällig sind. Aber das alles kann man nicht per Ordre de Mufti im Vorhinein wissen und entscheiden, sondern da müssen Bund, Länder, Kommunen gemeinsam handeln. Und deshalb werden wir Sie auch in Zukunft brauchen, damit Sie dann über unsere Entscheidungen zeitnah berichten können. Herr Wirth. Erste Frage an Herrn Wirtschaftsminister Altmaier. Sie hat in einem Interview offensichtlich gesagt, dass Sie in diesen Zeiten die vorübergehende Beteiligung des Staates an strategisch wichtigen Unternehmen nicht ausschließen. Können Sie das etwas konkreter einmal darstellen, was Sie damit meinen, welche Unternehmen Sie da im Blick haben? Wollen Sie die Telekom wieder verstaatlichen oder bei Siemens einsteigen? Also können Sie das ein wenig ausschmücken? Und eine Frage an den Bundeswirtschaftsminister, an den Bundesfinanzminister, Entschuldigung. Kann man sagen, das Ziel der Großen Koalition, die schwarze Null zu halten, ist sie heute offiziell beerdigt worden? Wenn Sie das ominöse Interview genau lesen werden, dann werden Sie feststellen, dass ich dreimal gefragt worden bin im Hinblick auf die Aussagen der Ökonomen, ob ich mir so etwas vorstellen kann. Und ich habe dreimal deutlich gemacht, dass solche Reaktionen nur in sehr wenigen Ausnahmesituationen überhaupt denkbar sind. Und deshalb ist es auch richtig, dass man nicht von vornherein darüber spekuliert, wo sie denkbar sein könnten, weil man damit auch bestimmte Entwicklungen manchmal herbeiführt, ohne es zu wollen, sondern dass man dann, wenn eine Notwendigkeit für alle einsehbar vorhanden ist, entschlossen handelt. Ich sehe eine solche Notwendigkeit übrigens im Augenblick nicht, damit das auch klar ist. Als sehr überzeugter Keynesianer möchte ich ausdrücklich sagen, man darf einer Krise nicht hinterher sparen. Herr Keller. Ich habe zwei Fragen an Herrn Scholz. Zum einen wollten Sie ja die teilweise Abschaffung des Soli vorziehen. Haben Sie das jetzt erstmal beerdigt? Und zum zweiten wollen Sie eigentlich nächste Woche den Rahmen für den Bundeshaushalt 2021 ins Kabinett bringen. Macht das jetzt noch Sinn? Die Möglichkeit, den Soli vorzuziehen, ist unverändert auf dem Tisch. Wir sind nur noch nicht einig geworden mit unserem geschätzten Koalitionspartner. Sie erinnern sich, da war letztes Wochenende so ein längeres Gespräch, das bis morgens früh gedauert hat, und es ist noch nicht bei rausgekommen. Aber das ist eine Frage, die nicht Gegenstand der heutigen Veranstaltung ist, sondern, wie gesagt, von uns ja nun schon seit einiger Zeit betrieben wird. Und da wir beharrliche Leute sind, vergessen wir das auch nicht und bleiben dran. Was die Frage betrifft des Bundeshaushaltes, ist es so, dass man wissen muss, dass ich eigentlich mit allen klar bin und dass jetzt klar ist, was die Ressorts so ausgeben können normalerweise, aber wir natürlich berücksichtigen werden müssen, wie wir sichtbar machen, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Einnahmen so kommen, wie sie da jetzt gerechnet sind, und dass die Ausgaben alle so bleiben, wie sie da stehen, insbesondere was gesetzliche Leistungen betrifft. Und das müssen wir natürlich ganz sorgfältig bedenken. Und es ist auch wichtig für die Verlässlichkeit und Planbarkeit, dass wir regelbasiert vorgehen. Und regelbasiert heißt, dass die Aufstellung auch von Haushalten natürlich auf der Grundlage bestimmter volkswirtschaftlicher Annahmen geschieht. Wir haben das auch so ausdifferenziert, dass wir nicht nur einmal im Jahr, sondern mehrfach im Jahr
ein Update erhalten. Das, was nach dem Jahreswirtschaftsbericht von Ende Januar jetzt ansteht, ist die Frühjahrsprognose. Wir werden zwischen dem Finanzminister und dem Wirtschaftsminister noch einmal in den nächsten Wochen auch darüber sprechen, was der richtige Termin dafür ist. Vorgesehen ist sie für Ende April. Ob es möglicherweise ein paar Tage früher werden kann, wenn man Klarheit hat über die Entwicklung, das werden wir noch diskutieren und das werden Sie dann früh genug erfahren. Herr Kollege. Sie. Christian Krämer für Reuters. Ich hätte zwei Fragen. Noch nicht haben wir gesprochen heute über die Banken. Es gibt ja noch das Treffen nachher. Die Hilfen, die Sie jetzt vorgestellt haben, sind ja alle erstmal für normale Unternehmen aus der Realwirtschaft. Können Sie noch mal sagen, was für Hilfen angedacht sind für Banken? Oder sehen Sie vielleicht die als gar nicht notwendig an, weil erstmal die Kredithilfen vielleicht ausreichen? Und meine zweite Frage wäre noch zu weiteren Hilfsmaßnahmen, die im Raum stehen. Herr Söder hatte das angesprochen, mögliche Senkung der EEG-Umlage, Stromkosten runter also, oder vielleicht Absenkung der Mehrwertsteuer für Hotel- und Gastbetriebe. Können Sie da vielleicht noch mal zu sagen, was Sie davon halten? Vielleicht mal ganz generell mich. Ich vermute, den Kollegen Altmaier und verschiedene andere erreichen jetzt ganz viele Briefe, die kennen wir schon. Die haben wir auch im Herbst gekriegt und im Sommer und vorletztes Jahr. Da ist jetzt nur der allgemeine Teil abgeschnitten. Da steht nicht die Begründung, die da bisher stand, sondern da steht jetzt wegen Corona müssen wir das jetzt alles kriegen. Diese Teile legen wir alle beiseite, also ich jedenfalls. Und ich gucke nur, wo was steht, was ich noch nicht gelesen habe. Und dann können Sie ja aussortieren, was alles jetzt nicht weiter vorkommt. Eins ist ganz klar, wer in so einer Situation Regierungsverantwortung hat, wie das bei mir der Fall ist und so habe ich das immer gehandhabt, der muss sich ständig mit allen unterhalten, aus der Wirtschaft, in diesem Fall zum Beispiel auch mit den Banken, aber auch mit vielen anderen Wirtschaftszweigen, und genau ihre Probleme verstehen. Nicht, um in einer Minute zu sagen, da machen wir was, da was, sondern zu gucken, ob es jetzt etwas gibt, was man tun muss, was in der ganz konkreten Situation hilfreich ist. Wir müssen im Übrigen auch einbeziehen, dass ja die Europäische Zentralbank, die viele Aufsichtsaufgaben für Banken ja auch wahrnimmt, dass die Europäische Kommission eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen haben. Und da will ich ausdrücklich dazu sagen, das wird den Banken auch helfen. Und das müssen wir auch mit ihnen gemeinsam bewerten. Auch darum geht es in diesem Gespräch. Manche davon waren gar nicht absehbar. Jetzt sind sie gewissermaßen zwischen Einladung und Gespräch zustande gekommen. Das ist vielleicht für viele auch eine Erleichterung. Letzte Bemerkung. Die Erfahrung aus der letzten Finanzkrise dürfen wir nicht vergessen. Und das, was wir an Sicherheitsarchitektur geschaffen haben, damit wir nicht wieder in so eine Lage kommen, können wir jetzt nicht über Bord werfen. Das wäre ziemlich dumm. Heißt konkret? So. Na gut, Sie kennen die ganze Geschichte, die wir seit 10 Jahren aufgebaut haben. Das will ich jetzt nicht alles im Detail aufzählen. Deshalb sage ich mal ausdrücklich, wir unterhalten uns mit allen. Und das ist erstmal die Grundlage dafür, dass man einen gemeinsamen Horizont entwickelt. So, und ich wollte noch ergänzen, natürlich bekommen der Kollege Scholz und ich oftmals sehr ähnlich und auch häufig die gleichen Briefe. Ich würde nicht behaupten, dass wir die einfach abheften, aber Tatsache ist, dass alles seine Zeit hat und dass wir uns beide einig sind, wenn die Bremsspuren im wirtschaftlichen Wachstum so deutlich und so stark werden. Und natürlich ist klar, dass eine solche Krise nicht spurlos an einer Volkswirtschaft, selbst an einer sehr starken Volkswirtschaft vorbeigehen kann, dann werden wir auch im Bereich der konjunkturstützenden Maßnahmen aktiv werden. Das hat der Kollege Scholz ja deutlich gesagt, und zwar in voller Übereinstimmung mit dem Bundeswirtschaftsminister. Welche Maßnahmen wir dann ergreifen werden, werden wir uns sehr genau anschauen im Hinblick auf die Frage, womit wir den volkswirtschaftlich größten Effekt erreichen können. Dass Deutschland ein Problem mit den Strompreisen hat, mit der Höhe der Strompreise, ist bekannt. Das haben wir auch gemeinsam übrigens im Klimapaket der Bundesregierung bereits adressiert. Dass wir auch in anderen Bereichen eine große Notwendigkeit haben, Investitionen voranzubringen, ist auch bekannt. Aber das sagt eben noch nichts darüber aus, wie wir in einigen Wochen oder Monaten, wenn sich die Situation stellen sollte, dann im Einzelnen die Entscheidungen treffen und wie wir das Handeln des Staates gewichten. Und ich sage noch einmal, auch als Wirtschaftsminister ganz ausdrücklich, dem Wirtschaftsminister
wie auch dem Finanzminister wäre es sehr viel lieber, wenn wir in eine so große Konjunkturkrise gar nicht hineinkommen müssen, sondern wenn wir es schaffen, das Vertrauen der Investoren und das Vertrauen in den Standort Deutschland, in den Standort Europäische Union in den nächsten Wochen und Monaten so zu kräftigen, dass wir vielleicht mit kleinen Einbußen, mit Wachstumsdellen, aber nicht mit einer Jahrzehnte großen Rezession rechnen müssen. Das ist, glaube ich, das Ziel. Und das haben wir auch beide nicht aufgegeben, dass wir dieses Ziel erreichen können. Herr Jordans. Herr Altmaier, Sie haben gerade von einem Signal an Spekulanten gesprochen. Sollten Ihrer Meinung nach Leerverkäufe verboten werden? Und Herr Scholz, viele Menschen arbeiten ja gar nicht mehr in klassischen Beschäftigungsverhältnissen oder sind auch nicht klassisch selbstständig. Wie helfen Ihre Maßnahmen denn jetzt, sagen wir mal, einer freiberuflichen Dozentin, die ab nächster Woche ganz unverschuldet plötzlich keine Aufträge mehr hat? Geht die auf Hartz IV? Aber zunächst mal ist es so, dass Sie mit Ihrer statistischen Aussage nicht ganz richtig liegen. Wir haben gegenwärtig die höchste Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter seit Beginn dieser Bundesrepublik. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sind es 32 oder 33 Millionen. Vor wenigen Jahren musste man immer 28 sagen, um mal ein Gefühl zu geben für das dramatische Wachstum und die Zunahme regulärer sozialversicherter Beschäftigung in Deutschland. Und für diejenigen, die arbeitnehmerähnlich oder als Arbeitnehmer quasi beschäftigt sind, haben wir ja im Bereich gerade der Beschäftigung von Künstlern zum Beispiel und ähnlichen kurzzeitig Beschäftigten mit der Veränderung von Karenzzeiten immer versucht, ein bisschen hinterherzukommen. Das ist ein Thema, bei dem man vielleicht irgendwann mal noch was tun kann. Ich war da immer für sehr großzügige Varianten, aber das muss dann im Einzelnen diskutiert werden. Und als jemand, der selber selbstständig war, weiß ich natürlich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man immer versteht, dass in solchen Auf und Abs das möglichst irgendwie einen Weg geben kann, durchzukommen. Das Schöne an unserem sozialen Sicherungsnetz in Deutschland ist aber, dass niemand gar keinen Zugang zu einer Sicherung hat. Das ist übrigens, wenn Sie sich in Europa umschauen, völlig ungewöhnlich. Also einige unserer Länder haben unverändert keine Absicherung für längere Zeiten der Erwerbslosigkeit. Das, und zwar Staaten, die gar nicht so ganz anders sind als wir. Und deshalb finde ich, sollten wir uns schon froh sein über das, was wir da haben. Und das ist jetzt erstmal das, worauf man stabil sich verlassen können kann. Ja, und wir haben eine klare, unmissverständliche Ansage gemacht an Spekulanten, was immer sie vorhaben mögen. Und wir werden handeln, aber das werden wir jetzt nicht theoretisch diskutieren, sondern dann tun, wenn es notwendig ist. Herr Kollege, bitte. Nee, hinter Ihnen. Sie. Tobias Best vom Bayerischen Rundfunk. Mich würde ganz allgemein interessieren, Herr Scholz-Altmaier, wie lange halten Sie mit diesen Maßnahmen durch? Wie schätzen Sie die Lage aktuell ein? Sie vergleichen die Lage ja teilweise auch mit 2008. Allerdings ist ja hier, sind ja Lieferketten abgerissen. Also was helfen diese Maßnahmen? Weil es geht ja um die Weltwirtschaft. Wie kann man die wieder in Gang setzen? Gerade für ein exportorientiertes Land wie Deutschland. Und unabhängig davon noch eine Nachfrage zur EZB. Gestern waren die Maßnahmen, die dort ergriffen worden sind, zu lasch. Erste Bemerkung, mit irgendeiner Maßnahme in Deutschland werden wir nicht die ganze Weltwirtschaft bewegen. Das wäre eine gewisse Hybris, wenn irgendjemand hierzulande so eine Idee hätte. Aber natürlich ist die Frage, ob Deutschland mit seiner großen Volkswirtschaft, die so eine große Bedeutung für Europa hat, einen stabilen Pfad geht und gut durch diese Situation kommt, auch eine gute Botschaft für Europa und für die gesamte Weltwirtschaft. Zweitens, glaube ich, ist das hier der Zeitpunkt, an dem wir uns immer wieder noch mal sagen müssen, dass all die Unrecht haben, die uns in der letzten Zeit irgendwas mit First erzählt haben, ihr Land First. Die Welt hängt so sehr zusammen, dass nur auch eine Kooperation auf der Welt in der Lage ist, ein Wachstum in der Weltwirtschaft im Zusammenhang mit einer die ganze Welt betreffenden Virusinfektion, einer Pandemie, voranzukommen. Und da sollten wir jetzt mal für werben, dass die ganzen Politikmodelle, die gerade krachend scheitern, wo auf Nationalismus und Ressentiment gesetzt wird, auch beendet werden, weil sie nicht gut gehen können. Ich will
dass hier durchaus in aller Höflichkeit, die vielleicht in diesem Ort geboten ist, sagen, das war ein grotesker Auftritt, den wir von dem amerikanischen Präsidenten erlebt haben. Statt sich um die Probleme seines Landes zu kümmern und ein Virus, der keine Landesgrenzen kennt, denkt er, den könnte er so bekämpfen wie irgendwelche Leute, die eine andere Staatsbürgerschaft als die amerikanische haben. Das ist aber ein Virus, wenn ich das so sagen darf. Und der zeigt eigentlich, dass Zusammenhalt die einzige Weise ist, wie wir als Menschen vorankommen können. Wir haben, um jetzt nochmal, nachdem wir schon über Kleinwaffen und Bazookas gesprochen haben, einen militärischen Begriff zu verwenden, eine sehr große Durchhaltefähigkeit. Das heißt, wenn es lange ist, können wir auch lange. Aber natürlich ist alles das, was wir machen und die Entscheidung, dass wir es jetzt und so schnell tun, damit verbunden, dass wir hoffen, dass auch dadurch, dass wir es so machen, es nicht so lange dauert. Also, dass wir jetzt so massiv handeln und uns nicht so langsam da hineinbegeben, das dient ja exakt diesem Zweck, dass das gewissermaßen vermieden werden kann. Und da sind wir unterwegs. Und als Herr Neuhan gefragt hat, ist es nicht zu früh, das alles schon auf den Tisch zu legen, kann ich mich erinnern an manche Presseanfragen aus den letzten Wochen, die gesagt haben, sind Sie nicht zu spät, hätten Sie nicht schon längst handeln müssen. Und ich glaube, wir haben zum richtigen Zeitpunkt gehandelt. Und ich bin überzeugt, es wird seine Auswirkungen nicht nur für Deutschland haben, sondern es wird auch in unsere Nachbarländer und in die Europäische Union ausstrahlen, weil viele sich wünschen, dass Deutschland ein starkes Signal gibt, weil Deutschland eben auch international anerkannt ist als ein Land in einer guten wirtschaftlichen Verfassung. Und deshalb müssen wir unserer besonderen Verantwortung auch entsprechend gerecht werden. Herr Kollege. EZB war noch eine Frage. Ja. Ich finde, da sind, wenn man sich das im Einzelnen anschaut, sehr genaue Instrumente beschlossen worden. Und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank hat eine Wahrheit ausgesprochen. Hier ist auch die Fiskalpolitik der Länder gefragt. Es kann nicht so sein, dass, weil kein Staat was tut, der einzige Akteur danach bleibt, die Zentralbank ist. Wir können was tun und wie wir heute gezeigt haben, ganz schön viel. Jetzt, Herr Kollege. Ja, Herr Scholz, kurze Nachfrage zu Ihren Ausführungen zum Haushalt. Ich habe es nicht ganz verstanden. Sind die Eckpunkte jetzt nächste Woche im Kabinett und wird eigentlich ein Nachtragshaushalt aufgrund der ganzen von Ihnen beschriebenen Maßnahmen für dieses Jahr erforderlich, weil ja wahrscheinlich schon Kosten dieses Jahr entstehen? Und die zweite Frage zu Ihren Ausführungen zu Europa. Sie haben ja auf die Instrumente verwiesen, um europäische Solidarität zu zeigen. Schließe ich daraus, dass Sie meinen, dass der Euro-Rettungsfonds ESM durchaus auch ein Instrument ist, was jetzt in dieser Krise genutzt werden kann und im Bedarfsfall sollte? Was die letzte Frage betrifft, weiß ich nicht, ob das nötig sein wird. Das hängt ja von der Lage von Ländern ab. Aber selbstverständlich ist das eine Situation, in der seine Handlungsfähigkeit zur Verfügung steht. Und es ist gut, dass wir den jetzt haben. Was die Frage betrifft, ob wir in diesem Jahr einen Nachtragshaushalt brauchen, weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt, wenn Sie mir so eine vorsichtige Formulierung gestatten, den nicht ausschließen. Herr Santivani. Eine Frage, Herr Scholz. Mit welchen Zinssätzen können denn die Unternehmen rechnen, wenn sie jetzt auf diese Kredite zurückgreifen? Denn der Bund kann sich ja quasi zu 0% verschulden. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage betrifft die Sache der Steuerstundung nur tatsächlich Vorauszahlung oder betrifft das sozusagen alle Steuerzahlungen, die irgendwie jetzt mit dem Finanzamt abgewickelt werden müssen? Na, die Zinssätze, die die KfW verlangt, sind die Zinssätze, die die KfW verlangt für die Bürgschaftskredite und die von uns gesicherten Kredite, die sie auch jetzt vergibt. Da haben wir keine Veränderung beschlossen. Das muss ja auch nicht sein. Was die Stundung von Zinsen betrifft, da geht es ja um Steuern, die man real schuldet, wo wir aber sagen, jemand kann jetzt gerade wegen des
wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus für seine Geschäftstätigkeit das nicht mehr zahlen. Er stellt einen Stundungsantrag. Dann sollen die Finanzämter den ohne allzu detaillierte Prüfung, das ist das, was wir da ausdrücklich reinschreiben, sondern einfach schnell und unbürokratisch genehmigen und nicht erst mal 3 Monate Nachweise verlangen und da noch ein Dokument und da noch ein Dokument. Und wenn sie das tun, dann soll das auch zinsfrei geschehen. Das ist die Aussage, die wir gemacht haben. Und das ist natürlich eine große Erleichterung, dass man weiß, dass man jetzt mal eine Sorge weniger hat. Genau, und Sie finden das auf Seite 3 im Übrigen sehr detailliert ausgeführt, weil wir uns vor dieser gemeinsamen Auskunft heute entsprechend auch Gedanken gemacht haben. Es geht eben nicht nur um Vorauszahlungen, es geht um Steuern. Und im Übrigen ist es so, dass bei Vorauszahlungen es oftmals auch schon eine Hilfe ist, wenn sie schneller angepasst werden, wenn sich nämlich herausstellt, dass sie auf Annahmen beruhen, die zu hohe Steuervorauszahlungen erfordern. Dann wird es möglich sein, es wird auch auf Vollstreckungsmaßnahmen wie Kontopfändungen verzichtet bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Also es ist sehr konkret und es ist für alle Beteiligten auch sehr schnell nachvollziehbar, wie der Staat ihnen helfen wird. Zusatz, pardon? Ja. Herr Scholz, dann kostet Sie das ganze Programm, also abgesehen von dem Kurzarbeitergeld, was ja erstmal die BA kostet, aber was kostet Sie dann eigentlich dieses KfW-Programm? Doch eigentlich gar nichts. Wenn Sie die optimistische Annahme haben, dass wir vielen Unternehmen Kredite geben und alle die zurückzahlen, läuft's gut. Aber die Tatsache, dass wir hinter dieser Kreditvergabe stehen, hat ja was damit zu tun, dass sich andere das möglicherweise nicht trauen und wir deshalb die Hausbanken, die den Unternehmen diese Kredite geben, den Mut verschaffen, weil wir das Risiko im Wesentlichen tragen, den Kredit zu vergeben, den sie sonst nicht hätten. Und deshalb ist es nicht sehr realistisch anzunehmen, dass das jetzt in allen Fällen gut geht, denn dass die ein bisschen Angst hätten, es ohne unsere Hilfe zu tun, hat ja was damit zu tun, dass sie dafür gute Gründe haben. Und da machen wir Ihnen das jetzt leichter und sagen, ihr könnt mutig sein, das Risiko tragen überwiegend wir. Wir kommen gut voran. Herr Hönig hat die nächste Frage. Herr Altmaier, Herr Scholz, Sie haben jetzt dafür gesorgt, dass der DAX, glaube ich, um 7% gestiegen ist. Es ist ja schon ein historischer Auftritt jetzt von Ihnen. Würden Sie das auch so sehen und würden Sie das auch so sehen wie den Auftritt damals der Bundeskanzlerin und von Herrn Steinbrück in der Finanzkrise? Alle Sparanlagen sind sicher. Wir machen unsere Arbeit. Genau. Und alles andere sollen dann die Historiker künftiger Generationen beurteilen. Herr Pappas. Ja, Pappas, Gerichtes Fernsehen. Eine Frage an Herrn Scholz. Sie wollen dafür einsetzen, dass die EU-Kommission das notwendige Maß an Flexibilität zeigen wird. Was heißt das eigentlich konkreter für die Länder, die die Defizitziele trotz Krise oder während der Krise erreichen sollen oder im Fall Griechenlands die Primärüberschussziele erreichen sollen? Also werden diese Krisekosten nicht mitberechnet? Was heißt das konkret? Und eine zweite Frage, wenn Sie hier ein Maßnahmenpaket verkünden von einer halben Billion Euro, wenn ich das richtig gehört habe, und wenn gleichzeitig die EU-Kommission eine Corona-Initiative mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro angekündigt hat, also ist das angemessen eigentlich? Na, also was wir hier machen, ist zunächst mal sicherzustellen, dass die Kreditvergabe der deutschen Finanzwirtschaft und aller Unternehmen, die in Deutschland als Finanzinstitute Kredite vergeben, reibungslos weiter verläuft, weil, wie wir eben auf die Frage Ihres Kollegen geantwortet haben, wir gewissermaßen die Mutigen sind und das Risiko zu einem Teil auf unsere Kappe nehmen. Das ist letztendlich der entscheidende Schnitt. Wir sorgen für einen einfach normalen, weiteren, guten Verlauf, weil wir sagen, guck mal, da ist unser starker Arm. Die Bürgerinnen und Bürger, die Demokratie in Deutschland hat die Kraft, in so einer Situation Stabilität sicherzustellen. Und trotz, was nach außen hin sieht das so aus, als ob das normale Kreditvergabetätigkeit ist. Und wir sind nur immer dahinter, damit das funktioniert. Und das ist das, was dann Ihren Kollegen zur Frage verleitet hat, ob wir da überhaupt Geld bei verlieren.
wissen wir in 2 Jahren. Und dann können wir rückwärts abrechnen, welche ausgefallen sind und welche nicht. Das ist ja letztendlich die Frage. Das darf man ja nicht mit den anderen Fragen verwechseln. Und deshalb sind natürlich Programme, die die Europäische Kommission jetzt aufsetzen will und wo wir versuchen werden, mit ihr da gemeinsam Perspektiven zu entwickeln, immer solche, bei denen es dann um Geld geht, das endgültig verloren ist, weil es irgendwo hingeschickt wird und nicht nur Bürgschaftsprogramme. Die werden aber auch eine Rolle spielen. Wir sind jedenfalls ganz, ganz davon überzeugt, dass sowas Ähnliches, was wir jetzt mit unserer KfW machen und was ähnliche andere Länder mit ihren Förderbanken machen, weil sie dazu die Kraft und eingeübte Systeme haben, das ist nicht überall der Fall, dass so etwas europaweit zur Verfügung stehen soll, und sind jetzt in sehr engem Gespräch mit der EIB und unseren europäischen Partnern, ob wir gewissermaßen die Europäische Investitionsbank in die Lage versetzen, in einem bestimmten Rahmen zumindest für kleine und mittelständische Unternehmen so etwas Ähnliches zu organisieren. Das wäre natürlich hilfreich. Wenn wir jetzt über Flexibilität reden, dann reden wir über die Fähigkeit von Ländern, bei denen das alles eng ist, auf die Krise zu reagieren. Wir setzen ja jetzt nicht alle Politiken außer Kraft, sondern das, was wir machen, ist, dass jetzt ein Land, das sagt, ich muss jetzt 2 Milliarden, 3 Milliarden, 5 Milliarden einsetzen, um zum Beispiel erstmal das Notwendigste zu tun, diese Möglichkeit verschaffen. Ich will das mal so beschreiben. Ich habe in den letzten 2 Wochen auf SMS, Telefongespräche und kurze Rückkopplung am Rande einer Sitzung mit dem Bundesminister für Gesundheit und der Wissenschaftsministerin insgesamt über 1 Milliarde Euro zusätzliche Mittel freigemacht. Das ist natürlich ein Privileg, das wir mit sehr stabilen Staatsfinanzen haben. Und es ging bei all diesen Fragen nur um die Bekämpfung des Coronavirus. Um keine Konjunkturmaßnahme, nichts anderes. Und natürlich müssen wir sicherstellen, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und alle Euro-Länder sowas in ihrem Rahmen auch machen können. Und wenn deren fiskalische Spielräume das nicht hergeben, dann müssen wir gemeinsam einen Weg suchen, das zu tun. Das ändert aber an den ganzen anderen Fragen, die wir gemeinsam voranbringen wollen, erstmal nichts. Aber Gesundheitsmaßnahmen zu ergreifen und Konjunkturstabilisierung in Anführungsstrichen zu machen im Hinblick auf die Krise, das muss überall in Europa möglich sein. Das sind wir einander schuldig. Und das müssen wir herausfinden, wie das geht. Frau Kollegin. Susanne Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Sie schreiben, die Zollverwaltung soll den Steuerpflichtigen entgegenkommen, zum Beispiel bei der Luftverkehrssteuer. Es ist ja in der Planung, dass sie zum 1. April erhöht werden soll. Bleibt das dabei? Und die zweite Frage, weil Sie jetzt gerade über die Investitionsprogramme sprachen, im Koalitionsausschuss wurde ja beschlossen, 8 Milliarden mehr in die Verkehrswege zu investieren. Das ist ja eigentlich klassisch Konjunkturprogramm. Wie ist das jetzt in dem ganzen Zusammenhang zu verstehen? Also ist das jetzt Corona oder ist das einfach schon mal vorausschauend für die nächsten Jahre? Und sind diese 8 Milliarden auch im Haushalt drin, wenn Sie die nächste Woche vorstellen? Was das Letztere betrifft, Sie werden ja festgestellt haben, dass wir im Koalitionsausschuss keine Haushaltsverhandlungen geführt haben. Die führt jeder einzelne Minister ganz persönlich mit dem Bundesminister der Finanzen. Das ist auch eine eingeübte und sehr bewährte Praxis. Aber wir haben, da wir uns gemeinsam darauf verständigt haben, dass wir die öffentlichen Investitionen langfristig in Deutschland hochhalten wollen und dass wir sie auch dynamisieren wollen für das ganze Jahrzehnt, ein paar Punkte herausgegriffen, wo wir aus dem Tableau der Verhandlungen gewissermaßen dann entnehmen können, was das im Einzelnen bedeutet. Und das sind diese Zahlen. Da geht es um die gute Botschaft, insgesamt werden wir für die Verkehrsinvestitionen in Straße, Schiene, Wasserstraße, in elektrifizierte Mobilität, in moderne Mobilitätsformen mehr Geld stecken müssen. Das wollen wir auch. Und das ist da mit angesagt. Ansonsten war die Frage, die erste habe ich schon fast vergessen. Luftverkehrssteuer. Entgegenkommen heißt, dass die Steuer da ist und dass wir über die Frage, wie man damit umgehen kann, miteinander reden. Das heißt ja nicht, dass sie nicht da ist. Also die Erhöhung bleibt auch. Wir haben ein Gesetz und das, was wir hier alles machen, vielleicht ein Zeichen von Kraft und Stärke, wenn ich das nochmal sagen darf, sind alles untergesetzliche Maßnahmen.
Herr Kollege, bitteschön. Zum Thema europäische Solidarität. Wird denn irgendwie darüber nachgedacht, zum Beispiel die ESM-Konditionalität zu lockern oder den Zugang zu erleichtern? Und vielleicht nochmal kurz zur Technik dieser Hilfe jetzt. Also der Bürgschaftsrahmen wird ausgeweitet um 92 Milliarden, wenn ich es richtig verstehe, und ist dann bei den 400 irgendwas Milliarden. Ist das korrekt so? Wir haben insgesamt für alles, was wir so tun, als Bundesrepublik Deutschland, mit dem Haushaltsgesetz einen Rahmen von 460 Milliarden. Dazu gehören ganz viele Dinge, auch das, was wir hier miteinander besprechen. Und wir haben eine Möglichkeit, nach Rückkopplung mit dem Haushaltsausschuss das zu erweitern, um weitere 93 Milliarden ohne das Haushaltsgesetz anfassen zu müssen. Erst wenn wir darüber hinausgehen wollen, müssten wir den Bundestag bitten, uns noch mehr Kraft zu geben. Und das ist ja das gute Zeichen, dass wir, wie ich das eben gesagt habe, die KfW praktisch mit ihrem wachsenden Garantiebedarf, den sie uns täglich, wöchentlich mitteilt, da können wir mal sagen, ja, kriegst du, das steigt also in dieser Dimension. Und wir können es eben in dieser Größenordnung, wir können es ausweiten und sind erst wahrscheinlich in ganz langer Zeit dran, dass wir sagen müssen, wir müssen mal den Bundestag bitten, dass er uns noch einen größeren Garantierahmen gibt. Also das wird in dieser Dimension sein. Und deshalb nochmal, womit ich angefangen habe, der Garantierahmen, den wir der KfW in Aussicht stellen, ist, dass sie praktisch unbegrenzt diese Kreditvergaben nach den Anforderungen machen können. Und wir werden jeweils die notwendige Garantie bereitstellen, weil wir diese Kraft aus dem Haushaltsgesetz haben. Ich habe jetzt noch 5 Fragen, die würde ich jetzt gerne auch dran nehmen und dann kommen wir auch zu Ende. Frau Kollegin, nein. Herr Minister Scholz, Sie haben schon angesprochen, soziale Systeme als Schutz und Puffer gewissermaßen auch in der Entwicklung. Haben Sie sich mit dem Thema Krankenversicherung, Rentenversicherung und den Finanzen auch beschäftigt? Und was prognostizieren Sie da für eine Entwicklung oder worauf wollen Sie vielleicht achten? Da will ich jetzt gar nichts prognostizieren. Was wir ja gegenwärtig sehen, das ist, dass wir doch sehr davon profitieren, dass wir gegenwärtig sehr hohe Beschäftigungsstände haben. Wir haben so viele Erwerbstätige wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und wir haben so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Deshalb kann man davon ausgehen, dass die Tragfähigkeit unserer sozialen Sicherungssysteme ziemlich hoch ist. Und in Bezug auf das Alterssicherungssystem haben wir das ja gerade mit dem Ihnen vorgestellten Tragfähigkeitsbericht, den Sie wahrscheinlich von der ersten bis zur letzten Seite gelesen haben, vorgestellt. Ich will mal zur Krankenversicherung nachfragen, aber die Reserven sind ja nicht so üppig und das sozusagen die zurückgehende Wirtschaftstätigkeit trotz aller Puffer wird ja Folgen haben. Die Krankenversicherung wird ihre Aufgaben erfüllen können und wir können alles stabilisieren, was stabilisiert werden muss. So ist es. Frau Jenne, welches wollen Sie? Das da, bitte schön. Ja, ich habe noch eine Frage zu dem Risiko einer Rezession und auch dieser Diskussion um ein Konjunkturpaket. Sie haben ja jetzt auch erwähnt, dass man eben da an der Stelle zeitnah auch oder zumindest zeitig agieren muss. Jetzt haben Sie sicherlich auch mitbekommen, wie gestern die Märkte reagiert haben. Auch natürlich aufgrund der Angst, dass die Akteure eventuell nicht rechtzeitig agieren. Und da ist auch der Blick auf Deutschland. Jetzt stellt sich die Frage, Sie haben erwähnt, die Entscheidung könnte in ein paar Wochen oder auch Monaten fallen. Welche Datenlage brauchen Sie? Worauf achten Sie da genau? Was ist eine tiefe Rezession? Wann würde die Bundesregierung tatsächlich agieren? Auf welche Daten warten Sie? Also wir stehen ja vor einer schwierigen Herausforderung, weil zunächst einmal viele Daten, die im Januar und im Februar eingegangen sind, also vor Ausbruch der Epidemie, erfreulicher waren, als wir es ursprünglich erwartet hatten. Es gab einen Auftragseingangsplus von 5% bei den Industrieaufträgen und es gab andere Nachrichten, die zeigen, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor in einer sehr robusten Verfassung ist. So, und von daher ausgehend haben wir bei den Frühindikatoren derzeit noch nicht das reflektiert, was durch diese Krise und ihren Verlauf möglicherweise geschehen wird. Deshalb werden wir das wirkliche Lagebild in den nächsten Wochen Schritt für Schritt
zusammensetzen können. Wir müssen nicht warten bis zum Ende des Jahres, um zu wissen, wie hoch das Wachstum war und ob wir überhaupt Wachstum hatten, sondern wir werden in den nächsten Wochen Schritt für Schritt lernen, wie sich diese Gesundheitsherausforderung auf die Wachstumskräfte auswirkt, nicht nur in Deutschland, auch in Europa und weltweit insgesamt. Wir gehen jetzt schon davon aus, insofern teile ich die Einschätzung der Wirtschaftssachverständigen, dass die weltweiten Wachstumskräfte deutlich schwächer ausfallen werden in diesem Jahr als ursprünglich prognostiziert. Was das dann mit einzelnen Märkten macht, das muss man sehen. Aber natürlich wird es in Deutschland deutliche Bremsspuren geben, auf die wir auch reagieren wollen. Sie haben die Märkte angesprochen. Es heißt ja immer bestimmte Erwartungen von Märkten. Wir haben uns vorgenommen, diesen Erwartungen heute gerecht zu werden. Und wir haben uns auch vorgenommen, in Zukunft keine Unklarheit aufkommen zu lassen, dass wir zu dem notwendigen Handeln bereit sind. Herr Jung. Die Frage nach dem Verbot von Leerverkäufen haben Sie nicht beantwortet. Können Sie die bitte beantworten? Und die Fußball-Bundesliga macht sich Sorgen um ihre Finanzen. Herr Rummenigge, der erlebt gerade einen Shitstorm, weil er glaubt, dass die TV-Gelder nicht rechtzeitig an die Vereine überwiesen werden. Können denn die TV-Anstalten, die TV-Sender mit Bundeshilfen rechnen, damit die Armvereine wie der FC Bayern in nächster Zeit noch überleben können? Ich glaube, dass an der Zahlungsfähigkeit von Fernsehsendern noch niemand gezweifelt hat. Und was die Frage betrifft, wie wir in Bezug auf einzelne Handlungen des an Börsen vorgehen, ist es so, dass wir die immer dann mitteilen, wenn wir die Entscheidung getroffen haben und nicht bevor wir über sie nachgedacht haben. Aber Sie denken aktuell über ein Leerverkaufsverbot nach? Es gehört zur Besonderheit dieses Milieus, dass man dazu nicht mal was sagt, ob man darüber nachdenkt. So ist es. Herr Kollege. Eine Frage von der Financial Times. Herr Scholz, die Renditen auf italienische Staatsanleihen sind nach der gestrigen Pressekonferenz von Christine Lagarde gestiegen. Macht sich die Bundesregierung Sorgen um die Finanzlage Italiens? Und gibt es Befürchtungen in der Bundesregierung, dass sich die Schuldenkrise der Eurozone wiederholen könnte? Wir sind jetzt in einer Schicksalsgemeinschaft und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft, dass wir das so sehen. Das heißt, mein Blick auf Europa ist nicht derjenige, wo ich mit moralischen Kategorien andere betrachte, sondern wir sollten jetzt die Tatsache, dass dieser Virus gewissermaßen alle trifft und dass die Frage, wo mehr und wo weniger, sehr von den Zufälligkeiten des Ausbreitung der Infektion abhängt und manchmal natürlich auch von der Art und Weise, wie das Gesundheitssystem damit umgehen kann, aber dass diese Frage eine Sache ist, die als Schicksal uns begleitet, auch immer klar haben, dass wir uns gemeinsam durch diese Situation bewegen werden. Und deshalb finde ich, handelt die italienische Regierung richtig, wenn sie jetzt zusätzliche Mittel einsetzt. Und sie handelt richtig, wenn sie darauf hofft, dass es die notwendige Flexibilität im Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht nur für dieses Land, sondern auch für andere Länder geben wird, weil das genau das Gebot der Stunde ist. Und die Märkte sollten die Botschaft hören, dass wir zu fiskalischen Maßnahmen bereit sind, weil wir glauben, dass nicht nur die Zentralbank, sondern auch die Staaten etwas zu tun haben. Und die letzte Frage geht an Herrn Bauchmüller. Ja, und das ist eher eine rechtliche, Herr Altmaier. Sie haben eben gesagt, Sie stünden in engen Gesprächen mit der EU-Kommission. Muss denn diese Hilfe noch in irgendeiner Form notifiziert werden? Steht die möglicherweise unter beihilferechtlichem Vorbehalt? Wie Sie dem Text, den wir Ihnen verteilt haben, entnehmen können? Ich wollte ja einen Cliffhanger produzieren, der Sie dazu verführt, den Text zu lesen. Also, wie Sie diesem Text entnehmen können, ist der Großteil der Maßnahmen, die wir hier gemeinsam vorgestellt haben, welche die nur die Ausweitung und Vergrößerung vorhandener Programme mit sich bringen, also der Menge, die dort bewegt werden kann, auch der Unternehmen, die davon profitieren können.
Und es gibt einige Maßnahmen, die wir geschildert haben, wo wir bereit wären, noch etwas höhere Risiken in Kauf zu nehmen. Also die Unternehmen werden ja alle geratet, etwas mehr Risiko im Rating zu akzeptieren für die Rückbürgschaft. Das aber wäre wohl beihilferelevant aus unserer Sicht und das betreiben wir jetzt mit der Kommission zusammen. Also das ist dann nicht nur die dramatische Ausweitung der vorhandenen Programme, sondern auch, dass wir bereit sind, ein bisschen mehr Risiko zu tragen, als das bisher in der Geschäftspolitik der Fall wäre. Genau, und es ist ja so, dass wir sehr viele Dinge durchaus im Verlauf eines Jahres notifizieren müssen. Wenn Sie an das IPCI denken zur Batteriezellproduktion, wenn Sie an die Erhöhung der Kaufprämie denken für Elektrofahrzeuge, die wir zu Anfang des Jahres beschlossen haben. Und es gibt auch Beispiele aus den letzten Tagen. Das alles tun wir und das ist ein eingeübtes Verfahren mit der Kommission. Es ist aber auch so, dass die Führung der Kommission, die zuständigen Kommissare und wir beide ein hohes Maß an gemeinsamem Verständnis haben, dass all das, was an Genehmigungen notwendig ist, in einem schnellen, unbürokratischen Verfahren geklärt werden muss, damit keine Zeit verloren geht. Damit sind wir am Ende einer langen Liste. Ich danke den beiden Bundesministern und wünsche einen schönen Tag.